fünf Sicherheitshelden kennt jeder. Lady Safety. Sie hat den Durchblick und weiß immer, welches der richtige Schalter zum Freischalten ist. Lock and Tag. Mit denen ist das Wiedereinschalten unmöglich. Dr. Voltmeter ist der Erfinder des Spannungsprüfers. So kann immer und überall die Spannungsfreiheit festgestellt werden. Earth. Wenn's mal brenzlig wird, kann er mit seinen Krakenarmen selbst zur Erdungs- und Kurzschließvorrichtung werden. Cape. Dank ihres isolierenden Umhangs kann sie unter Spannung stehende Teile optimal abdecken. Trotzdem kommt es immer wieder zu Unfällen. Warum? Weil die fünf Sicherheitsregeln nicht beachtet oder falsch angewendet werden. Deshalb kommt es jedes Jahr zu mehr als 2000 Stromunfällen, zum Teil mit schweren und tödlichen Verletzungen. Lukas ist Elektrofachkraft und zeigt heute an verschiedenen Beispielen, wie das mit den fünf Sicherheitsregeln funktioniert. Ob und wann Schutzkleidung erforderlich ist, muss jetzt bekannt sein. Alle nicht geerdeten Leiter einer Anlage müssen freigeschaltet werden, damit die Arbeitsstelle spannungsfrei ist. Dies erfordert unbedingt Anlagenkenntnisse. Als nächstes muss die Anlage gegen Wiedereinschalten gesichert werden, damit die Spannung nicht versehentlich wieder zugeschaltet wird. Hier kommen verschiedene Sicherungsmöglichkeiten zum Einsatz. Bei übersichtlichen kleinen Anlagen mag der Aufkleber noch reichen. Aber bei unübersichtlichen großen Anlagen kommt man um ein Schloss nicht herum. Vor allem, wenn der Schaltschrank frei zugänglich ist. Hauptsache ist, dass niemand die Spannung wieder einschalten kann, während noch gearbeitet wird. Nicht selten sind Stromlaufpläne nicht vorhanden, veraltet oder fehlerhaft. Oder man hat einen falschen Stromkreis ausgeschaltet. Daher muss im nächsten Schritt die Spannungsfreiheit festgestellt werden. Dafür verwendet man einen Spannungsprüfer. In der Niederspannung sind nur zwei Polige erlaubt. Außerdem muss der Spannungsprüfer auf seine Funktionstüchtigkeit geprüft werden. Als nächstes müssen alle Leiter gegeneinander getestet werden. Wird der Arbeitsplatz verlassen, muss dieser Vorgang vor erneutem Arbeitsbeginn zur eigenen Sicherheit wiederholt werden. Im vierten Schritt muss an der Arbeitsstelle geerdet und kurzgeschlossen werden. So kann auch bei einem versehentlichen Wiedereinschalten nichts passieren. Dabei ist die Reihenfolge wichtig. Erst erden, dann kurzschließen. Jetzt muss noch sichergestellt werden, dass während der durchzuführenden Arbeiten keine unter Spannung stehenden Teile berührt werden können. Zum Abdecken müssen isolierende Matten, Tücher oder Einschubplatten verwendet werden. Wer alle Regeln befolgt, kann sicher mit der Arbeit beginnen und ist der wahre Sicherheitsheld. Mehr Infos zu den fünf Sicherheitsregeln gibt es unter www.bgetim.de/fanta5.